Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 5 mit dem lieben Benno. Moin. So, heute ist es endlich soweit. Wir werden Johns Region endlich abschließen und ihn bekämpfen. Und das werden wir jetzt in dieser Folge tun. Und ja, dann würde ich sagen, tun Sie eine Schnellreise. Nach Vollend mit der Enthüllung. So, ich habe jetzt schon mal Südung. die wieder gestartet. Entsühnung, nicht Hüllung. Ich bin mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ey, wenn wieder so eine Drogenscheiße wie bei Fate kommt, ne? Dann raste ich aber aus, ey. Vor allem, ich bin auch mal gespannt auf die Story, die er dann erzählt. Bei Fate war, hat sie auch eine Story erzählt, dass sie zum Beispiel 17 war und so weiter und so fort, ne? Ich bin mal gespannt, was der uns jetzt erzählt. Werden Aber wir bei sehen. Fate war das ja wirklich sehr krass, was sie uns alles erzählt hat. Ja. Ich bin mal gespannt, was er uns erzählt. Drift John Triff John, Seed. sieht. Oh, jetzt treffen wir ihn so. Okay, komm, bist du ready? Ich bin mehr als ready. Okay. Take meine Waffe aus der Hand. Ich Und habe wir gar nicht kommen mehr in. so viel Muni rein. Theoretisch hätte ich noch mal vorher ein bisschen Muni kaufen sollen. Aber wir können auch Okay, keine. let's Ja. go. Ich interagiere. Let's go. So. Boah, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, Mann. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon gespannt. Ich möchte Jezon schreiben, nicht Korn. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsöhnung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen, Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand. Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja, ich tue Buße. Ah! 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 Ah!
Wenn deine Sünden nachnimmt, die Macht, die dich befreit. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu? Sag ja. Es ist nur ein Wort. Ich kann nur ja, und das heißt, ich muss es auch machen, ne? Du kannst auch, glaube ich, gar nichts machen, oder? Ja, anscheinend. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gar nichts gemacht. Okay, mach, was du denkst, aber... Ja. Mach, was du... Ja, mach ich dann, ne? Stimmt, er hatte doch sein Revolver in dieser Bibel. Ja, das hab ich auch schon wieder ganz vergessen. Ist so, hab ich auch voll vergessen. Haben wir Waffen? Ja, haben wir. Perfekt. Komisch, dass die uns hier gefangen nehmen, aber unsere Waffen nicht mitnehmen. Ich muss das angesehen. Hab ich gerade keinen Takedown gemacht? Warte schon. Jetzt brauch ich mehr Peaches. Brauch ich so wie es ist. Ja, wir haben sie. Wir müssen jetzt ein. Achso, wir müssen nach da hinten. Ah, wir müssen das jetzt sichern, ja, okay. Wo? Jetzt werden die sogar hier mit. Denkst du mit Rauch, ne? Ey, wir haben sogar volle Muni, ne? Ich habe jetzt sogar mehr Muni als vorher. Ja, Mann. Tritt den Schützenstand des Trucks. Achso. Da wo ich drin war. Ja, warte, ich fahr. Ne, die andere fährt, glaube ich. Die andere ist vorne eingestiegen. Na, ich hab's gesehen. Darf ich mich gleich nach vorne setzen? Los, fahr! Gut. Nice! Wir werden kutschiert, Alter. Müssen wir eigentlich hin? Alter, die Explosion. Hast du ihn? Perfekt. Was? Flugzeug? Oh nein. Ja. Am nächsten fährt die Alte nicht so wie du. Hallo? Fahr gut? Ja. Ich fahr spitze. Ich hol den hinter uns. Ich hol die Autos hinter uns. Kann ich das Auto nicht treffen. Oh Leute, jetzt ist hier ein anderer. Ja, jetzt muss ich nachladen, weißt du? Ich bin doch da, Junge. Ich hab da schon einmal mit dem MG. Was machst du denn? Ja, ich dachte, das Flugzeug ist schon weg. Okay. Nee, das Flugzeug ist noch nicht. Ich meinte, mach das ist ein anderes Flugzeug. Das ist ein zweites Flugzeug. Achso, okay. Das ist schon kaputt. Das sind zwei Flugzeuge übrigens. Am Arsch. Junge, wie häufig ihr das schon zu uns gesagt habt, ey. Jetzt gibt's Hunder, ihr Sünder. Ist so. Das ist halt echt nicht mehr witzig. Tod von oben! Oh, Junge, wie fährt die Alte denn eigentlich? Besser als du. Ja? Ja. Ich brauch nicht so viel Umfälle wie du. Mit der kann ich auch gescheit schießen. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Warte, jetzt geh mal. Was? John Seeds Flieger? Also kann ich schieße ich gerade auf John Seed? Boah, Junge. Wie sollen wir den jetzt dabei einholen? Ja, wie sollen wir den jetzt dabei einholen?
Wenn er auf dem Fall. Weiß ich nicht, wieso das Flugzeug hat? Jetzt sollen wir erst ins Flugzeug steigen. Ach so. Ja, okay. Dann lass mal, willst du oder soll ich fliegen? Nee, mach du mal, alles gut. Ich bin gleich tot, weil er keine Waffe auswählt. Danke. Ich hab ihn. Oh, ich komm. Er wollte unbedingt keine Waffe auswählen. Danke. Warte, wir müssen verschiedenen Dingern steigen. Ich muss nein, du kannst von mir auch einsteigen. Es ist egal, welches Flugzeug. Steig bei mir ein. Einfach hin. Ich komm. Schnell, bevor wir. Da drin. Mach mal. Soll ich ihn anheuern? Mach mal. Warte, Helfhaus war. Wer war Dings hier? Nick war Nick das. Nick Rice, ne? War ja. Zerstöre Johns Flugzeug. Okay. Hallo? Ja, hallo. Was? Alter, was macht er? Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast ihn weggeworfen. Muss aber echt sagen, du fliegst echt gut, muss ich sagen. Johns fliegt aber auch nicht schlecht. Versuche halt auch irgendwie rauf zu ballern, aber er ist halt so, die ganze Zeit im Winkel, wo ich nicht ballern kann. Jetzt? Ja, einfach nicht. Warte, ich fahre gerade auf die falsche. Er ist halt nicht hinter uns, ne? Das ist halt das Ding. Ich muss das. Er bewegt sich halt nicht so schnell im LMG, das ist halt. Wenn du schnell die Seiten wechseln musst, ist das nicht so nice. Ich hab ihn aber gleich. Ja. Kleines Putzelchen noch. Der sein Rotor ist aus. Er geht runter. Naja, perfekt. Unser Rotor ist aber auch aus. Unser Rotor ist auch aus. Er ist wieder an. Wenn du ein bisschen weiter. Egal. Ja, wie kann er noch fliegen? Er hat doch kein Leben mehr. Dann stürzt er doch gleich jetzt. Ab. Jetzt. Ich würde gerne sehen, wie er abstürzt, Mann. Er stürzt nicht ab, er fliegt gerade noch. Jetzt geht er runter. Da er hängt am Fallschirm, kannst du ihn abschießen? Nee, warte, jetzt vielleicht. Boah. Ich ramm ihn einfach. Säg ihn einfach durch die Rotoren. Oh Mann, diese Lenkung. Ist er nicht durchgeflogen? Hier, warte. Ich dreh noch einmal durch. Jetzt nehme ich ihn voll mit, Alter. Oh mein Gott. Der ist viel zu weit. Ja, ich bin genau durchgeflogen bei mir. Bei mir war der 5 Kilometer weiter oben. Okay, das ist 5 Kilometer, aber war schon ein paar Meter. Digga, schieß drauf. Er landet. Er ist gelandet. Aber er liegt. Er ist gedownt. Lol. Ja, dann. Landen wir, oder? Oh. Jetzt sind wir explodiert. Sonst nicht, oder was? Hä, ich wollte gerade sagen, wir sind noch nie explodiert. Wir sind mal einmal, das war bei Offstream, sind wir mit den Rotoren nach unten, weil wir eine Mission neu starten wollten. Sind wir mit den Rotoren nach unten und sind nicht explodiert, beziehungsweise habe ich das rausgeschnitten. Dann sind wir mit den Rotoren nach unten gelandet und wir sind einfach wie ein Flummi wieder in die Luft gefetzt. Weißt du das noch? Ja. Wow. Stabil. Jetzt musst du fliegen, Junge. Nee, ach so, Mann, nee, du musst landen. Er hängt noch am Fallschirm, oder? Ja, er hängt da drüben immer noch am Fallschirm. Aber das mit dem LMG, ich fand das irgendwie voll schwierig, weil du nicht so schnell denken kannst, weißt du, die Empfindlichkeit ist da voll niedrig. Mhm. Oder? Kommt mir das nur so vor. Das ist schon. Es geht halt eigentlich.
Wir haben einen Kollegen hinter uns, gell? Wir haben einen Wingman. Ich hab den gerade rangeholt. Der bewegt sich doch, oder? Ja. Okay, wurde wiederbelebt und rennt jetzt zum Bunker. Ich frag mich bloß, wo er lang? Der ist jetzt genau unter uns, ne? Ja, da ist er, ich seh ihn. Wir schützen ab. Ich wollte gerade landen, Alter. Wie konnte man jetzt in der Luft explodieren? Wie sind wir jetzt in der Luft explodiert? Hallo? Ich weiß nicht, wie du explodiert bist und warum du explodiert bist. Bist du gestorben? Bist du tot? Nee, ich bin gestorben. Also ich bin... Da waren wir noch über den Bäumen gewesen und sind einfach... Ich bin einfach explodiert, so. Okay, ich bin rausgeflogen. Und bin dann halt raus... Ja, ich bin auch rausgeflogen, aber bin dann halt so gelandet, dass ich instant gone war. Nice. Junge, MVP, Mann. Also ich meine, du jetzt. Wie hast du alles alleine gemacht? Huch. Huch. Nee, ist ja so. Was hat mich jetzt groß dazu beigetragen? Huch. Du hast mir deine Tipps gegeben und deinen seelischen Beistand. Beistand gegeben, genau. Aber das Finale ging voll schnell, Mann. Okay, ist aber noch nicht zu Ende. Okay, das ist gut. Und da liegt er. Stummisch wieder. Ja, ich auch. Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Aber das stimmt nicht. Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es in deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Tot ist er. Da liegt das Schwein. Wenn du den lootest, kriegst du $1,500. Ich kann den gar nicht looten. Ich nehme ihn einfach mit. Wir hängen ihn jetzt an die Wand. Wir hängen ihn jetzt an den Pfahl. Oder wir präsentieren ihn. Warte mal, hier ist ein Dings. Und was? Oh, ein Tier. Ja. Da ist ein Vielfraß hinter dir. Digga, mein Aim. So, wir legen ihn jetzt einfach genau neben den Elch. Oder, naja. Komm, wir nehmen ihn mit. Komm, wir nehmen ihn mit zum Bunker. Ja. Der ist 1300 Kilometer in die Richtung. Okay, lass ihn einfach hier liegen. Hier, komm, ich leg hier noch eine Zündung drauf, so. Wir lassen ihn einfach verschwinden. Ne, ja, warte. Jetzt mal. Ich würde sagen, das war ein würdiger Abgang, oder? Das war ein würdiger Abgang. Der wird einfach in die Luft gesprengt. Oh, oh, oh. Das war auch ein würdiger Abgang. Hm. Was macht er? Ist er mitten auf der Straße, Junge? So, nicht für seine Mission ist. Ja, sind wir schon mit dem nächsten Dings fertig, ne? Mit der nächsten Region vor allen Dingen, ja.
Aber es ging voll schnell, oder? Oder kam mir das einfach nur so vor? Es ging, wir haben, glaube ich, gut, wir haben einfach gut viel gezockt. Das ist ja so meine Befürchtung. Ich glaube aber, bei dem anderen haben wir echt länger gebraucht. Also bei Fate. Ich bin da. Mach du, fahr du einfach. Digga, ich bin so lost. Hä? Sollte ich nicht gerade eben fahren? Ja, okay. Ich bin einfach lost, okay? Beziehungsweise muss ich mir einfach mal vielleicht einen neuen Controller kaufen, dann ist vielleicht alles vielleicht. Jetzt zock ich hier hinten wie so ein Bulli, Alter. Viele von euch kennen ja bestimmt das Spiel FIFA. Ja gut, da hat mein Controller ein bisschen fliegen gelernt. Deswegen ist die X- und Viereck-Taste bisschen beschädigt, drücke ich es mal so aus, ne? Genauso die Pfeiltaste nach rechts, funktioniert ja auch gar nicht mehr richtig. Ja, ja. Das sind die Aggressionen. Fahren wir eigentlich richtig? Ja. Okay. Einfach dem Weg hoch folgen. Ja. Übrigens, wir streamen auch häufiger, also zum Beispiel Rainbow oder so. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Genau. War das gestern gewesen? Gestern war das gewesen, ey. Da haben wir ein bisschen Sledge Games gemacht, so. Dann haben wir noch ein bisschen locker gespielt, also beziehungsweise schnelles Match. Ja, da waren auf jeden Fall echt geile Runden dabei, muss ich sagen. Da waren auch gut Rages dabei, weil die Teammates wieder nur Kills hatten, das hatte ich auch richtig gefühlt. Beziehungsweise der Teammate. Und wir müssen hier rechts hoch, ne? Gerade kannst du mal den Weg, kannst ja den Weg folgen. Ist halt egal, es wird alles zum selben Ziel. Ich hab keine Muni mehr. Naja, ich hab auch kaum noch. Also gar nicht mehr, für meine AK ist vorbei. Na, ich hab noch ein Magazin drin, aber auch null Nachlader. Jetzt hab ich dir sogar noch Munition gegeben, aus Versehen. Na super. Ja, finde ich gut. Jetzt kann ich nachladen. Ne, kann ich doch nicht. Das finde ich jetzt auch geil. Jetzt brauchen wir die Muni, Alter. Okay, ich habe gerade Gewehrmunition gelootet. Das ist gut. Ich habe mich gerade hier durchgemäht. Ich muss mal looten, Alter. Ich brauche ein bisschen Muni. Ich habe hier ein paar Gegner geschrottet. Na, also, okay, jetzt habe ich noch 4 Nachlader. Ich interagier mal, ne? Ja, mach mal. Achso, los. Soll ich mal Peaches eigentlich wiederholen? Wenn die mitkommt, kannst du das machen, ja? Also wenn sie mit da runterkommt. Warte, ich glaube, ich stehe im Weg. Warte. So. Seelendemografie. Es ist wichtig, dass ihr an Folgendes mitkommen. Denkt, wenn ihr Seelen ausgeht. Hilfe derzeit nicht verfügbar. Ja, okay, reine Seelen, das ist ein Muss, das eine Seele von der verderbten Welt befleckt. Dann schaut den Menschen in die Augen, um zu sehen, ob er erlöst werden kann. Jede Seele muss die Reinigung durchlaufen, ehe sie in den Bunker gebracht wird. Wir brauchen Menschen mit viel Intelligenz, Talent und Fähigkeit. Vor allem müssen sie beweisen, dass sie sich ganz dem Aufbau einer besseren Welt verschreiben können. Nimm die Gesunden, nimm die Starken, nimm die Jungen. Die Kinder von heute sind die Mütter von Fred und Väter von morgen. Alles klar. Ich will auch kurz lesen. Lass mich auch mal ganz kurz. Ja, lass mich doch mal raus da, Alter. Okay. So. The power of yes. Mal schauen. Oh, ist ein Gegner. Ich nehme ab die Pistole jetzt aber. Ich bin auch gerade auf Pistole. Mit ein paar gezielten Schüssen. Oder ist ein Heavy? Ja. Das war's dann auch wieder gewesen mit den gezielten Schüssen. Da kannst du beim Heavy auch noch so viele gezielte Schüsse machen. Oh, ich muss nachladen! Ah, Schrotflinte! Kommt gleich. Jojo, ganz entspannt. Junge, ich seh einfach nur die ganzen Kugeln hier durch den ganzen Room fetzen, Alter.
Alter. Ja, Digga, das MG42 macht gute Arbeit. So, warte. Looten, 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 looten. Ich brauch Muni, Muni, ich brauch Muni, Muni. So, wo sind noch Leichen? Sind hier oben noch welche? Das sind überall Leichen, Junge. Naja. Ich muss nur gucken, welche. Ah, die hab ich, den hab ich schon gelootet. Hab ich dich schon gelootet? Ja. Dich hab ich schon. Die blinken so weiß, wenn du sie noch nicht gelootet hast. Ach so, ja, ja. Ja, stimmt. Lol. Mein Magazin voll. Oh, warum kann man die Tür jetzt öffnen, Alter, und vor 2 Sekunden nicht? Keine Ahnung. Finde Deputy Hass. Deputy Hass. Dieses Mädel? Das ist die Frau, ja. War mir in dem Bunker nicht schon mal gewesen? Ja, also wir wurden entführt hier. In dem Bunker. Oh, noch ein Heavy. Heavy down. Ich finde teilweise, wie dramatisch die Gegner sterben, so lustig. Die legen sich teilweise so... Ich finde das lustig, so. Ja, die knien sich so hin und dann machen die so... Ich habe gerade Munition in die Luft gesprengt, übrigens. Tut mir leid. Warte mal, wir müssen... Was ist denn hier jetzt? Ja. Wenn wir diesen Ort nicht verteidigen, werden wir nicht überleben! Du bist gerade einfach am Gegner vorbeigerannt, du Depp. Ja... Nein, ich wollte jetzt aus meine Waffe getauscht. Dann bedank dich bitte bei mir. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Du wärst jetzt gerade fast einen Baseballschläger in den Kopf bekommen. Heavy. Ist wieder ein Heavy, ist wieder ein Heavy. Heavy gone. Aber der Heavy war auch schon wieder auf mich fokussiert, ne? Das nervt mich ein bisschen. Du musst ihm einfach immer straight in die Fresse ballern. Und dann irgendwann geht der Helm weg und dann kann der sterben. Also immer aufs Gesicht ballern. Naja, ja. Das mache ich ja. Versuche ich ja so schon, weil die anderen sind dann der One-Shot. Wir müssen hier rechts, ne? Ne, warte mal, hier links. Wir müssen hier lang. Muni wäre echt geil, Digga. Ich hab halt gerade eben ein Muni-Päckchen in den Lüfter. Warte, ich hab 63 Nachlader, komm her. Ja, alles gut, ich hab noch ein bisschen Muni, aber... Ist einfach cool. Wenn du dich die ganze bewegst, kann ich dir nicht geben. Egal. Ja, ist doch egal. Alter. Was ist denn hier passiert, Alter? Hast du's gesehen? Die Folge ist ab 18. Ja, dieses komische... Die Frau, die da gehangen hat an der Wand. Mit dem Kopf, mit dem ja, da wurden noch Menschen erhangen, hast du es gesehen? Ja, da wurde noch so ein Mann erhangen. Ja, hab ich gesehen. Mit so einem Band und so. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Dann befreien wir noch mehr Leute, ne? Komm schon. Ich auch so. Wir müssen zum Kontrollzentrum.
Kontrollraum. Nur das so ist halt. Die Räume aufsperren und die anderen befreien. Und etwa die zwei Arme. Das sind zwei, oder? Da klebt noch einer hinten dran. Hä? Was? Hä? Bei mir sind da zwei Leute in den, da drinnen. Da klebt hinten noch einer dran. Stimmt, der bei mir auch. So. Kranke Scheiße. Er wurde gehangen, Alter, wie Jesus. Digga, guck dir mal den an, Digga. Und dann noch so ein Geweih in den Magen gerammt, Alter. Guck dir mal die Fettis hier an, Alter, wie fett die sind. Ne, ich hab's gesehen. Boah, Junge, bei ihm. Alter, er tut mir halt weit, Alter. Okay, RIP 18, Leute, ne? Folge ist leider für Leute nur ab 18. Alle, die 16 sind oder unter 18, müssten jetzt leider wegschalten. Also schon längst. Mussten eigentlich schon lange wegschalten. Ja. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion. Guck mal, macht sie bei dir auch, Junge. Sie knackt einfach blind die Schlösser. Ich kümmere mich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Also ich glaube, ich mach mein MD-Action, ja. Achtung. Wollen wir erstmal hier hinten links da gehen? Ja, hier können wir aber schon mal aufmachen. Zelle öffnen. Junge, das ist ein Sniper. Oh, ich habe versehentlich einen Unschuldigen getötet. Du hast keine Familie. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Ich hab gesagt, keine Rakete. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Platte vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Warte mal. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! Wir sind noch hier unten hin, ne? Ich glaube. Lass sie nicht unsere Leute befreien! Also links rum sind Gegner, ich gehe rechts rum. Ne, ich bin links da. Zerstör die Konsolen, das ist der einzige Weg, die letzten Okay, ich hab einen Heavy hier bei mir. Soll ich rüberkommen? Heavy ist tot. Okay. So, bei mir sind auch so ein paar gewesen, die sind alle geworden, aber. Ich hoffe halt nicht viel, ne? Elektrisches System abgeschaltet. Okay, wir müssen wieder zurück, glaube ich. Aber schnell. Ich hätte auf das Silo. Diese Gegner vor uns. Schön. Ey, der Hipfire, Junge. Gib ihm einfach das Hipfire. Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Gefahr. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Bin runtergefallen. So. Achtung. Es war klar, dass es mir irgendwann passiert hier. Ja, wir dürfen uns zwei auf einer Plattform stehen am besten. Naja, alles gut, ich warte. Keine schlechte Idee, Ruby. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss und Benzintanks lagert. Also auf diesen kleinen Plattformen sollten wir zumindest nicht zu zweit stehen. Naja, alles gut, du bist jetzt ja auch viel weiter vorne als. Ah, jetzt bist du da. Okay, warte. Aber du kannst auf die Plattform können wir zu zweit gehen hier. Sollte kein Problem sein. Zu Benzintanks. So. Oh. Hinter uns kommen welche. Ich kümmere mich um die Gegner, kümmere du dich um den Benzintank. Ja, was für Benzintanks? Ach, da, warte. Brennt was? Okay. Achtung. Blitztank, muss man auch zerstören bestimmt, oder? Ja. Okay, jetzt kommen mir doch ein paar mehr, Alter. Mit so habe ich nicht gerechnet. Okay, sind aber alle gone. Au. Ich bin fast gone.
Oh nein, ich bin gone. Das Typ mit der Schrotflinte. Warte, lass mich vor, lass mich vor. Ja, alles gut, ich hab wieder Leben. Ich hab mich safe revived. Ich brauche nur noch 15 Schuss. Komm her, ich geb dir. Ich glaube, hier liegt irgendwo Muni. Ach, nicht wirklich zumindest. Guck mal. Oh, so. Das geht ganz spawnt einfach. Nichts. Ich öffne alles. So, hab alles. Oh Mann. Ja, ich hab keine Muni und ich bin gleich tot. Ich bin auch tot. Dann gebe ich den Muni als erstes, weil ich hab noch echt viel. Nee, hör mal auf, bitte alles dir zu öffnen am Anfang. Ich glaube, dadurch kommen mehr Gegner. Das heißt, mal Muni suchen und dann öffnen. Ja, nicht so hektisch. Da hast du gesagt, also ich öffne jetzt einfach mal alles und einfach 3-4 Gegner vor mir gespawnt direkt. Instant. Okay. Junge, ich hab hier gar keinen Überblick irgendwie. Am besten bleiben wir zusammen, ne? Soll ich den jetzt öffnen oder soll ich noch warten? Chill mal bitte. Ich will erstmal gucken, ob hier irgendwo Müll liegt. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Hier muss doch irgendwo Muni liegen, kannst du mir nicht erklären. Komm her, ich geb dir, ich hab doch genug. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Da! Jetzt kann ich sie nicht nehmen. Toll, warum kann ich sie jetzt nicht nehmen? Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten. Ich kann sie auch nicht nehmen. Och, ja, öffne die Scheiße. So, jetzt kommen die wieder. Okay, überlebe. Okay, wir müssen überleben. Was noch zusammenbleiben? Hier irgendwie. Also ich bekomme die ganze Zeit neue Gewehrmunition. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Günther! Nach oben! Ach da! Was? Kuchen? Jetzt an mit dem Kletterhaken an dem Helikopter. Ja, ich seh's. Boom. 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 Wie die Leute da wegrennen. Wah! Wah! Woo! Yay! Damit haben wir die zweite Region auch geschafft, ne? Holland Valley. Region befreit. Darauf ein Bierchen. Prost. Prost. Erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert. Stößchen. Wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ganz kurz, der Sheriff hat uns zum Deputy ernannt. Wir sind kein Chinesen, kein Rookie mehr. Ein Siegel ward geöffnet.
Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Also waren das gar nicht seine Söhne, sondern es sind seine Brüder. Geh weiter. So sieht's aus, ja. Wow. Verflucht, Deputy! Wow. Alter, ich hab so viel Cash. Ich kann auch so viel Cash holen. Ich kann 3630 durch dieses ganze Fell, was wir geholt haben. Jetzt habe ich 13.000 Ehre, jetzt habe ich auch mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich habe noch... Ich verkaufe kurz Sachen. Ich habe jetzt gerade 19.000, habe jetzt verkauft, jetzt habe ich 22.000. Hey, es gibt einen Schlagring. Gönn ich mir. Ja, so ein pinken Schlagring, Alter. Jawohl. Was gibt's denn hier Neues? Gibt's überhaupt neue Waffen? Ah, es gibt zwei neue Gewehre. MS-16 Trooper gibt's jetzt hier. Achso, und hier gibt's jetzt das Karabiner 308. Bei den Scharfschützengewehren. Junge, soll ich dich gleich mal an die Ohren atmen? Was? Soll ich dich gleich mal an die Ohren atmen? So, ich hatte aber Mikrofon zu nah dran, sorry. Mir gar nicht aufgefallen. Nee, wenn ich mich stumme, vergesse ich das immer wieder so vorher hinzumachen. Ich hab immer eine neue Knifte gekauft. So. Boah, Junge, Black Screen. So. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Hallo, ich muss immer alles nachladen. Held, weißt du? So, die Waffen sind schon nachgeladen. Nice. Ach so, Muni kaufen könnte ich noch. So, Muni. Selfie-Kasten, Weste kaufe ich mir noch und das kaufe ich mir hier alles mal. So, ich würde aber sagen, das war's denn jetzt mit der Folge. Die ist noch ein bisschen länger geworden. Also ein bisschen viel länger. Sag ich doch, also. Ich habe das Gefühl, die Folge wird ein bisschen länger, so die Mission. Ja. Gut, ich hab's ja jetzt geschafft, ne? Genau, ich werde sagen, wir werden in der nächsten Folge eventuell zu Jacob anfangen rüber zu gehen, weil ich meine, wir haben ja alles hier. Oder machen noch ein paar Nebenmissionen oder so. Wir haben halt echt noch richtig viel. Ja. Wenn du mal guckst, wir haben richtig viele Nebenmissionen. Also ich glaube, das sind ja schon ein paar. Ich glaube, wenn wir uns straffen würden, dann würden wir sogar in zwei Folgen schaffen, alles hier fertig zu machen. Okay, das vielleicht nicht. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen länger, aber... Eigentlich, das ist halt, Nebenmission dauert ja nicht so lange, ne? Guck mal. Siehst du das? An meiner Hand?
Achso, was? Schlaggegner, ja. Und jetzt? Oh, ich wollte nur in die Fresse schlagen. Alles klar, aber gut, dann würde ich sagen. Was ist eigentlich? Keine Ahnung. Naja, egal. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt bei der Folge. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut ihr rein. Ciao. Ciao, ciao.